Lammgemüseblitzragout mit Couscous, orientalisch inspiriert. 1300 ml Gemüsebrühe in einem Topf aufkochen. Couscous einrühren, den Topf von der Herdplatte nehmen und den Couscous ca. 10 quellen lassen, dabei die Körnchen ab und zu mit einer Gabel auflockern. Inzwischen Fetthäutchen und eventuell Sehnen vom Lammfleisch abschneiden. Die Fleischstränge querwürfeln. 2. Die Aubergine waschen und putzen, dann längs in gut 1 cm dicke Scheiben schneiden und diese würfeln. Die Spitzpaprika längs halbieren. Die Kerne und Trennwände entfernen. Die Hälften waschen und in gut 1 cm große Stücke schneiden. 3. Schon während des Schnippelns 2 Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Auberginenwürfel darin bei großer Hitze unterrühren, ca. 2 anbraten, übriges Öl, Klammer auf 2 Esslöffel, Klammer zu, die Lammwürfel sowie die Paprikastücke dazugeben und alles unterrühren, ca. 3 braten. Anschließend das Tomatenmark dazugeben und kurz mitbraten. 4. Alles mit Salz, Pfeffer und Y2TL Ras Elanout kräftig würzen. Restliche Gemüsebrühe, Klammer auf 150 ml, Klammer zu, mit dem Ketchup dazu gießen. Das Ragout aufkochen und noch ca. 4 zugedeckt garen, bis die Auberginen weich sind und das Fleisch innen rosa ist. Die Kirschtomaten waschen und halbieren. Die Tomaten unter das Ragout rühren und dieses noch ca. 2 offen garen. 5. Inzwischen die Minze waschen, trocken schütteln und fein hacken. Das Ragout nochmals abschmecken und mit dem gequollenen Couscous und mit Minze bestreut servieren.